Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge LS 2017 Mod-Vorstellung. Wir haben heute dabei einen Striegel auf alt oder neu. Wir haben eine Walze und wir haben einen Kompaktlader. Aber mehr da zum Kompaktlader kommen wir nachher. Wir kommen jetzt mal zum Striegel. Also da seht ihr die beiden Striegel. Einer ist, das ist der neue hier und das ist der alte. Ja, was sich ändert, ist halt eben die Walze selbst. Ändert sich ein bisschen verblasster und dann die Reifen hinten. Aber sonst ist mir jetzt nichts Spezielles aufgefallen, was sich sonst noch so verändert hat auf alt und neu. Der Preisunterschied finde ich nur ein bisschen blöd gemacht. Und zwar zum Beispiel die alte Walze kostet dann 10.000 und eine neue Walze zahlst du 400 € mehr drauf. So, und dann kann man noch mit dem BKT Flugstation anmachen oder halt dem BKT AW 711 drauf machen. Das ist einfach Aufkleber. Sind die Aufkleber, von daher macht das in einer Hinsicht nicht viel Sinn, um da jetzt viel Geld auszugeben. Von der Optik her bin ich wirklich sehr überzeugt, weil richtig alles detailliert ist. Von Reifen, Bremsen, richtig alles. Super gemacht, auch mit den Schläuchen finde ich gut gemacht. Erkennt man die Marke? Nee, ich bekomme es jetzt nicht gelesen. Trotzdem finde ich eine coole Sache und so detailliert ist cool. So, dann bekommt man noch zwei Stück mit Saatgut. Das heißt, es kann man Wiese oder Gras anpflanzen und halt eben Ölrettich. Was ich auch ziemlich cool finde, von der Optik her ändert sich ein bisschen mehr zum, so schaut, der hier hat halt eben den gelben Tank hier drauf und halt eben die Gitter, die dazu kommen, aber sonst kommt nichts Spezielles dazu. Oder vertue ich mich? Ne. Und dann von dem auf den, da gibt es keine großen Unterschiede. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, halt eben nur, dass der Tank ein bisschen größer ist. Aber sonst ist kein Unterschied da. Man kann die Walze auch mit Wasser befüllen. Also die drei Teile kann man mit Wasser benutzen, also Wasser dazu machen und Saatgut halt eben dazu tun. Was ich ziemlich, ja, ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber ja. So, das hier ist die Walze, da kann man auch Wasser reintun. Kann man Felder zurücksetzen. Ist ziemlich cool gemacht. Ja, wer es brauchen kann, ist ziemlich cool. Also der Striegel, da finde ich schon eine coole Sache. Jetzt die Walze, so ist das gleiche, nur halt eben ohne den Striegel dran. Da sieht man Unterschied. Die haben hier unten den Striegel dran. Auch hier auf diesem Teil, das hat der hier halt eben nicht, das haben sie nur weggelassen. Aber von der Optik her gefällt mir es sehr gut. Optisch haben sie es sehr gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Also optisch finde ich es sehr gut. Auch mit den Schläuchen und so weiter finde ich sehr gut. So, hier haben wir den Kompaktlader. Einmal mit Schaufel und weißen Felgen und einmal mit gelben Felgen und halt eben der Gabel. Ich finde ihn cool, sehr cool gemacht.
ist jetzt nicht für großartige Arbeiten zu machen. Kleine Sachen auf dem Hof oder so ist ja gut, weil er kommt nicht ziemlich hoch. Also, ich weiß nicht, ob er ziemlich hoch kommt. Also darf man keinen großen Anhänger nehmen, sonst kann was nach hinten gehen. Also nach hinten losgehen. Also ja, fährt sich schon normal wie andere. Auch hat jetzt nicht die Lenkung. Knickt nicht jetzt voll ein, aber muss man sich dran gewöhnen. Also optisch. Ja, da steht jetzt sonst nicht speziell drin. Also was schade ist, ein bisschen optimieren hätten zu könnten. Nur ein bisschen, dass er wenigstens Kilometer anzeigt, aber das tut er nicht. Spiegel, meiner Meinung nach, könnte man auch so dran tun. Erinnert mich ein bisschen wie bei mir auf der Arbeit einen alten Manitou, den wir hatten. Also die Marke Manitou. Und ja. Also es ist jetzt kein Hingucker, sagen wir mal so. Ein richtiger Hingucker ist es nicht. Aber für kleine Arbeiten auf dem Hof kann sowas schon ziemlich nützlich sein. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich den demnächst einsetzen werde. Was ist das? Oh, er kommt aus der Slowakei. Cool gemacht. Cool gemacht, cool gemacht. So, gehen wir jetzt mal hierzu. Das ist das gleiche Teil halt eben nur mit den gelben Felgen. Ja, wie ihr seht, habe ich schon eine Palette drauf. Okay. Die will ja jetzt nicht locker lassen. Okay. So. So, jetzt funktioniert's. So, was ich auch noch ziemlich cool finde bei dem hier ist, man kann zum Beispiel, wenn man die Palette hat, anhebt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt funktioniert. Doch, es geht. Man kann tatsächlich Spanngurte anbringen. Was ich cool finde, wenn man muss jetzt ein bisschen weiter fahren oder so, dann ist das schon eine geile Idee. Coole Idee, die sie da rausgebracht haben. Wie gesagt, er setzt nicht ganz nach unten ab. Das ist auch vielleicht ein. Da müsste er nur ein bisschen mehr nach unten absacken. Weil er kommt nicht ganz auf den Boden. Ja, er kommt nicht ganz auf den Boden. Das heißt, das muss man wirklich aber was ich wirklich geil finde, ist mit den Spanngurten. Muss die Festung nicht. Soll abfliegen. Also, das, was man halt eben geladen hat, egal welche Paletten. Ich habe jetzt hier Düngerpaletten. Ja, wie gesagt, das wird jetzt eine Gewohnheit, jetzt mit dem Ding Teil hier umzugehen. Weil, ich finde ein bisschen komisch, weil das Teil sich nicht ganz auf den Boden setzt. Ne? Es geht wirklich nicht ganz runter. Ich weiß jetzt nicht gar nicht. Macht er das bei dem hier auch? Geht er da nicht ganz runter? Weil dann
Doch, hier. Funktioniert. Also mit der Schaufel funktioniert. Da setzt er auf dem Boden auf. Okay. Ja. Ein kleiner Nachteil ist, wenn man halt eben den hat zum Paletten rum transportieren, hat man halt eben das Problem, dass das Ding sich nicht ganz nach unten setzt. Was heißt, dass wir müssen vorne halt eben das Teil nach unten setzen, um halt eben ja, wenn wir mal das Teil jetzt ganz nach hinten machen, also die Palette ganz nach hinten machen, okay, und dann setzt man das Teil auf den Boden. Ne. Ja, muss man wirklich, also wenn man einer ist, der wirklich gerne hätte, dass die Paletten wirklich gerade stehen, und dann würde ich davon abreden, weil er halt eben nicht ganz auf den Boden setzt. Und ja, das ist halt eben ein bisschen das Problem hier. Aber sonst finde ich das halt schon nützlich. Man kann als kleiner Hofbagger benutzen. Okay, hinten ist keine Kupplung dran. Das heißt, es kann man jetzt keinen Wasserfass oder so rumtransportieren. Das finde ich ein bisschen schade. Dann könnte man den aus Hofbagger oder so benutzen, aber das ist eure Entscheidung, was ihr damit macht. Ich bedanke mich zum Zuschauen, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und viel Spaß bei den neuen Mods. Tschüss.